Guten Morgen Leute, hallo, herzlich willkommen zu dem Vlog, beziehungsweise ist bei euch wahrscheinlich gerade abends. Jedenfalls lade ich das Video hoch, wahrscheinlich abends hoch, und ich weiß auch gar nicht, wann ich das endlich mal hochlade, weil ich immer noch nicht angefangen habe, die Videos zu schneiden. Jedenfalls nehme ich das jetzt gerade am Montag auf, es kommt wahrscheinlich irgendwann viel später. Aber bei mir ist es jetzt gerade morgens, beziehungsweise vormittags, und es ist draußen richtig, richtig geiles Wetter. Ihr seht es, komplett blauer Himmel, 18 Grad wird, glaube ich, heute, nee, 20 Grad wird es heute sogar, im Moment sind es noch irgendwie 16. Und ja, wir gehen heute wieder Fahrrad fahren. Ich habe natürlich alles dabei, GoPro und so weiter. Und deshalb würde ich sagen, ich habe alles, würde ich sagen, zum Schluss gehen. Wir sind wieder zurück vom Fahrradfahren und ich bin danach jetzt auch noch mit dem Hund gegangen, und beim Bergaufgehen tat mir dann schon ein bisschen die Beine weh, weil ich glaube, bin ja gestern 3 Stunden Fahrrad gefahren, 4 Stunden gewandert, heute dann 5 Stunden Fahrrad fahren, 2 Stunden gewandert, und das ist verglichen mit dem, was ich sonst irgendwie so in Hamburg mache, doch schon relativ viel. Und außerdem ist es auch, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber so 90% meines Körpers ist ungefähr Sonnenbrand. Das ist schon ein bisschen doof. Morgen soll ich vielleicht mal Sonnencreme benutzen. Und ja, ich habe mit dem Fahrrad und eine neue Höchstgeschwindigkeit, ich glaube 73 km/h. Das ist schon krass. Vorher war meine Höchstgeschwindigkeit 65 oder so, und jetzt 73 mit einem Fahrrad ist schon relativ viel. Wenn man da runterfällt, nicht so gut. Naja, gut. Wir fahren jetzt noch was essen und ja, bis gleich. Hier übrigens nochmal als Beweis, Leute, 73,1 km/h Maximalgeschwindigkeit. Und das ist für ein Fahrrad doch schon ganz schön schnell. Und ich muss sagen, als ich das Fahrrad neu hatte und ich da das erste Mal irgendwie, keine Ahnung, 50 gefahren bin, war das für mich schon relativ viel. Da habe ich auch schon gedacht, 50 km/h mit dem Fahrrad, das ist ja krass. Und irgendwann wurden es dann halt 55, 60, 65 und jetzt einfach 73 km/h. Ist auf jeden Fall krass. Und ich hatte in Hamburg auch mal einen Tacho, allerdings war der relativ schnell wieder kaputt. Allerdings hatte ich da natürlich, auch immer versucht, möglichst schnell zu fahren. Da war mein Rekord, glaube ich, 42 oder so. Allerdings, vielleicht war ich da auch mal schneller oder so, ich weiß nicht. Ich habe eben keinen Tacho, deshalb konnte ich das dann nie messen. Hier allerdings jetzt schon, aber ich glaube, in Hamburg, ich bin nie irgendwie an die 50 rangekommen oder so. Da habe ich auch viel kleinere Radgröße und so, da kann man auch viel langsamer fahren und so weiter. Aber gut, 73 km/h ist krass. Ich würde sagen, das war's jetzt aber von dem Vlog. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne hier drauf drücken, meinen Kanal abonnieren. Dann gibt es morgen wieder einen Vlog. Wir sehen uns dann hoffentlich in dem morgigen Vlog wieder, und ciao.